Wolfgang. Moin, Anneliese. Ich bin hier hoch im Norden in der 120-Seelengemeinde Oberoffeln, 20 Kilometer von der Ostsee. Hier in Oberoffeln gibt es eine Besonderheit. Seit über 500 Jahren feiern die hier ein Weihnachtsfest der ganz besonderen Art. Heute wird hier in Oberoffeln das sogenannte Offelfest gefeiert. Bei mir ist Oberoffelns Bürgermeister Hinnack Bröker. Moin, Herr Bröker. Moin, Frau Klönschnack. Jetzt klären Sie mich doch mal auf, was ist das überhaupt, das Offelfest? Das will ich gern tun, Frau Klönschnack. Das Offelfest feiern wir hier jedes Jahr am 24. Dezember, so auch heute. Sobald die Kirchturmuhr 12 Uhr schlägt, wird die amtierende Offelkönigin rückwärts auf einem blinden Esel durch Oberoffeln, Unteroffeln und Westoffeln getrieben und mit heißen Pellkartoffeln beworfen, bis sie ohnmächtig vom Esel fällt. Aber tut das denn nicht weh? Nein, nein, das merkt der Esel nicht. Nein, nein. Ja, ich meinte jetzt aber eher die Offelkönigin. Ach so, Frau Klönschnack, da haben Sie natürlich recht. Die Offelkönigin, die merkt das wohl. Jo, und wie geht das dann weiter? Sobald die Offelkönigin vom Esel fällt, ertönt ein Gong, den hört man im ganzen Dorf. Und in dem Haus, vor dem sie liegen bleibt, wird dann das Offelfest mit Musik und Tanz gefeiert. Zu Ehren unseres Herrn Jesus Christus. Nee, einfach so. Das ist ein Zufall, dass das Weihnachtsfest am gleichen Tag stattfindet. Jo, Mensch, ist ja toll. Ja, das Offelfest ist eine schöne Tradition, die schon seit vielen Jahrhunderten vielen Menschen Freude macht. Nein, ich will nicht. Lass mich los. Herr Brücker, wer ist das denn? Das ist Frau Ingrid Langheld. Sie ist hier im Ort Friseurin und unsere diesjährige Offelkönigin. Helfen Sie mir! Bitte! Herr Brücker, Ihre Offelkönigin scheint sich aber nicht zu freuen. Ja, das ist Lampenfieber. Das kennen wir schon. Günther, grüß dich! Ja, meine Kollegin Inga Palaske, die ist jetzt bei einem Mann. Ohne den würde es das Offelfest gar nicht geben. Hallo, liebe Zuschauer. Ich bin heute zu Gast beim Geronimo Brömseklöten. Die Familie Brömseklöten arbeitet in der 8. Generation als Eselblender für das Oberoffeler Offelfest. Geronimo, Glück auf. Glück auf. Grüß dich. Grüß dich. Geronimo, sag mal, kann das sein, dass du ursprünglich aus dem Erzgebirge kommst? Ja, das ist richtig. Darf ich Sie höflich fragen, woran Sie das gemerkt haben? Frisur. Natürlich. Geronimo, du arbeitest ja ganz alleine hier in der Werkstatt. Sag mal, wie lange brauchst du, um so einen Esel zu blenden? Das kommt drauf an. Für einen kleinen Esel brauche ich 2 Minuten. Für einen mittleren Esel brauche ich auch 2 Minuten. Augen sind ja gleich groß. Große Esel mache ich nicht. Da passt die Offelkönigin nicht drauf. Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit mit all den Augen. Ja, stimmt. Was mich jetzt interessieren würde, der Esel. Esel? Ja, warum muss der Esel eigentlich blind sein? Der Esel muss blind sein, weil wenn der nicht blind wäre, könnte er ja den ganzen heißen Pellkartoffeln ausweichen. Aha. Und wo kommt der her? Ist das ein Esel hier aus dem Ort? Nee, der kommt aus dem Erzgebirge. Wir verwenden nur Materialien aus dem Erzgebirge. Kohle, Blendeisen, Esel, Kohle, Feuer, Einfachluft, Blaseballk, Esel, alles aus dem Erzgebirge. Alles aus dem Erzgebirge? Alles aus dem Erzgebirge. Der Esel auch? Esel auch, hört man ja im Dialekt. Sehen Sie? Toll. Ja, Geronimo, dann blend doch mal ein. Gern. Komm, kleiner Öffelesel, komm. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie sich für die uralte Kunst des Eselblendens interessieren, der Geronimo Brömseklöten bildet hier in Oberoffeln an der Brömseklöten Academy of Modern Donkey Blinding zum Diplom Eselblender aus. Toll. Ja, dann kann das Offelfest ja jetzt kommen. Und damit zurück zu dir, Annika. Danke, Inka. Jo, Herr Bröker. Der Esel ist geblendet. Die Oberoffelner stehen mit den heißen Pellkartoffeln in ihren Hauseingängen. Das heißt ja eigentlich, die Offel hat, wie man sie hier nennt, kann jetzt beginnen, richtig? Ja, das ist richtig. Allerdings ist dieses Jahr ein sehr ärgerliches Problem aufgetreten. Ingrid Langheld, unsere diesjährige Offelkönigin, konnte sich trotz der großen Mengen Alkohol, die sie sich gewünscht hat, befreien und ist seitdem für die Behörden unauffindbar. Ja, jetzt läuten ja schon die Glocken. Wo wollen Sie denn so schnell eine Offelkönigin herbekommen? Das ist kein Problem. Wir haben bereits eine neue Offelkönigin. Sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst.